So, und jetzt kommen wir zu Konrad, der da so wunderschön an der kurzen Seite lang galoppiert. 23 Jahre jung, von Konstantin, aus einer Lungau-Mutter, aus einer Großpferdemutter. Züchterin Hilde Wassmann, auch sie ist unter uns, hier in der Fangruppe. Hilde, einmal hier, jawohl. Jawohl. Er war dreijährig Vize-Bundeschampion, auch mit Eva-Maria Tübker, und vierjährig Bundeschampion. Sechsjährig dann kam er zur Familie Krönke, die auch vollständig hier aufgelaufen ist. Sechsjährig Vize-Bundeschampion mit Niklas Krönke. Krönke, jawohl. Er ist extra aus London heute eingeflogen, zu Ehren seines Konrads. Siebenjährig dann direkt der erste Euro-Start, Mannschaft Gold und Einzelgold natürlich mit Niki. Dann kam die kleinere Schwester Kira zum Einsatz, 9- und 10-jährig, dreimal Euro-Gold. Und in der ganzen Krönke-Zeit war Johnny Hilberath Trainer dieses Ausnahmeponys. 11- und 12-jährig ging er schließlich unter Annika Fiege, zweimal Gold bei der Euro. Annika ist auch unter uns, da ist sie. Und 13- und 14-jährig unter Patricia Höhn, wieder zweimal Euro-Gold. Und in diesen 4 Jahren durfte ich mich um Konrad kümmern als Trainerin. Dann kam er zur Familie Rothenberger, wo er heute sich offensichtlich noch pudelwohl fühlt, und ging dreimal 15-, 16-, 17-jährig mit Sanneke Rothenberger Europameisterschaft, 3 Goldmedaillen, Trainer Gonnelin und Sven Rothenberger. 18-jährig hat er dann eben nochmal die deutsche Meisterschaft gewonnen, bevor er topfit in den Ruhestand ging. Ich glaube, diese 3 Ponys hier, die sind der beste Beweis dafür, dass die Dressur offensichtlich gesundheitsfördernd sein muss. Zumindest wenn sie im Sinne von sinnvoller Gymnastizierung angewendet wird.